Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fable. Und wir wollten uns hier das. Könnt ihr rein? Ja, doch. Hat nichts angezeigt. Okay, hat mich ein bisschen verwirrt. Wir wollten uns hier die Hütte Villa Borstone angucken. Ja, okay. Ich meine, ist schon ein geiler Eingangsbereich. Erinnert ein bisschen an Overlord, finde ich so ein bisschen. Aber komm so als. Gut, ich bin jetzt auch alleine, aber so für Lady Grey, so ganz alleine, aber so ein bisschen groß, bisschen komisch gebaut auch. Möchte mal wissen, wofür die Dinger eigentlich gut sind. Hier kann ich auch keine Magie einsetzen, wo ich eigentlich ganz alleine bin. Wo geht's hier hin? Wissen wir nicht. Lady Greys Schatz, Schlafzimmer. Ist ja jetzt eigentlich meins. Ich würde das gerne umdekorieren, das ist mir ein bisschen zu weit. Obwohl. Irgendwie ist es ganz cool, das Bett. Also hier oben die Schleier vielleicht ein bisschen anders. Also mit dem Bärenpelz und so. Oh, hier gibt es einen Silberschlüssel. Und ich habe... Was? Galt das als Diebstahl? Aber das ist doch meine Hütte. Oh, und ich brauche 15. Ich habe aber nur 10, aber jetzt könnte ich eine andere aufmachen. Ja, so richtig cool ist das Haus jetzt nicht, finde ich. Also es ist recht groß. Hat ein großes Schlafzimmer und einen großen Eingang. Mehr ist hier nicht. Finde ich jetzt. Ich meine, kannst hier draußen coole. Nee. Nee, kannst eigentlich auch nichts machen. Richtig cool ist das Haus nicht. Finde ich. Aber wir benutzen die Häuser ja so gut wie gar nicht. Gut, da kann ich nirgends lang. Angenehmen Tag noch. Jo, danke. Ich konnte ja nicht mal in dem Bett schlafen. Ja, das ist ein bisschen blöd. Man kann ja so als Bürgermeister auch recht wenig machen, glaube ich. Also es bringt einem eigentlich gar nichts. Ich muss mal kurz gucken. Möglichkeiten, Tagebuch. Hä? Recht und Gesetz. Setz. Ach so, das ist nur. Zur Info. Ich wollte eigentlich. Ach, hier. Nee, auch nicht. Okay. Hier, Bekanntheit. Oh, auf der 5. Fehlt ja nicht mehr viel. Klasse, berühmter Krieger, genannt Todbringer. Alter 33. Schlank. Und 15 Spieltage schon. Gruselfaktor ist hoch, Attraktivität Tod ist auch recht hoch. Grundhaltung, ja, gut, wir haben 5 verloren, also wir waren eigentlich bei 59, aber ist ja egal. Wirklich nur so wenig. Romanzen haben wir, glaube ich, noch nicht. 3 haben sich erst in uns verliebt. Ah, da sieht man Scheidungen, wie oft verwitwet. Ich weiß gar nicht, ob wenn man dann so die Leute aus einer Stadt irgendwie, naja, halt umbringt oder so, ob dann ob die dann wiederkommen. Also ich meine, wenn keine mehr da sind, wäre ja dann blöd. Danke. Muss mal kurz gucken, wegen den Quests, ja. Das Schwert im Stein, sammelt die Heldenwunden. Angriff des Attentäters. Hütet euch vor denen, die euch euren Ruhm neiden. Allerdings können solche Leute möglicherweise wertvolle und nützliche Gegenstände mit sich führen. Hö? Was ist denn das? Jagd nach versteckter Beute. Ach so, das ist das mit dem Schatz, der Friedhofspfad. Ja. Ich glaube, ich mach das mal. Das sagt mir jetzt gar nichts. Ja, gut, heranzoomen. Also auf nach Knuthold Glade. Wobei ich dann demnächst auch mal wieder in die Heldengilde müsste zum Aufleveln. Ja. Ach, das ist hier der Bogenschießwettbewerb. Den machen wir mal ein andermal.
Oh, da muss ich mal kurz was testen. Dass der schon geht. Direkt auf die Nase. Yep. Ihr habt die Kraft und ich mach mich breit. Jo, mach dich breit. Oh, das finde ich... Hä? Ist der schon immer? Sesam, öffne. Du kannst mich mal... Ist der schon immer so aufgegangen? Also, dass das erst verschwindet und dann aufgeht? Die versteckte Leiche. Ja. Was haben wir hier Schönes drin, ne? Ein Lebenselixier. Na, prima. War ja jetzt nicht so doll. Dafür ist die Musik ja richtig doll. Finde ich ein bisschen schade, dass es im zweiten Teil, glaube ich, war es nicht mehr so doll gemacht haben. Aber man hört halt die Musik auch nicht so gut raus im zweiten Teil. Das finde ich ein bisschen schade. Die Musik hier in dem Spiel, die mag ich auch richtig doll. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Das ist aufgeladen. Kann das Stecker ab. Und jetzt weiß ich schon wieder gar nicht. Irgendwo hier. Sagt mir irgendwie recht wenig die Quest. Ach, hier ist noch ein... Ah, ich glaube, da kann ich noch nichts machen, oder? Nur die härtesten Krieger dürfen diesem Faustkampfclub beitreten. Ja. Und zu denen gehört ihr nicht. Triumphiert in den Clubs von Bowerstone, Oakvale und bei den Räubern, dann sehen wir mal. Ist zwar, glaube ich, das sind dann, glaube ich, dieselben, aber egal. Oh, was haben wir hier? Ja, das sind auch viele Leute. Wie sie alle nach Bier schreien. Hier ist bloß der Bade, den ich anklicken kann. Komisch. Tonbringer? Hä? Hier liegt wieder Geld. Ah, 250 oder so. Aber ich könnte das aufwerten für 6000. Ja, mache ich. Oh! Ich könnte es nochmal verschönern für 6000, aber so viel habe ich nicht. Ich hatte mir ja... Oh, das ist aber ein kleines Haus. Hallo Held, wie heißt du denn? Tja, hä? Wie ist es denn da rot? Hallo? Na denn, oh Held. Na, wahrscheinlich, weil ich jetzt zu dem Dorf gehört oder so. Was? Nee. Ach so, die kann man ja hier auch bestechen, wenn man böse Sachen machen will. Zum Beispiel, ja, irgendwas ausrauben oder einbrechen oder wie auch immer. Weiß gar nicht, ob sie beim Mord wegschauen. Ich denke immer, hier an solchen offenen Stellen ist irgendwas zum Buddeln. Na gut. Tja, keine Ahnung. Ich dachte, hier wäre jetzt irgendwie was. Ja, wer bist denn du? Würdet ihr mir wohl einen Ehering schenken? Hurra! Nee. Über dir ist nicht mein Herz. Die will vielleicht einfach nur so einen haben. Ach so. Doppelt auch so. Na gut, dann machen wir Friedhofspfad. Wie komme ich denn da hin? Ach, ja, okay, ich weiß. Nordbaustone. Grabhügelfelder? Nee, das ist ja in Oakvale in der Nähe. Da wollen wir nicht hin. Südbaustone. Okay. Hallo. Dann würde ich sagen, einfach hier in Rückkehr. Das ist, denke ich, der schnellste Weg. Ja. Hier wollte ich lang. Zum Bau. Ach nee, das, wo wir gerade waren, war das Baustone-Gefängnis, oder? Müsste eigentlich das gewesen sein, oder? Ist das nicht das Baustone-Gefängnis?
Weiß ich nicht. Na, wir laufen einfach mal hier lang. Hui. Mit Mühlenhügel. Hügel. Ne, Hügel wäre es ja mit Doppel-G. Doppel-G. Oh. Ach, schon wieder Untote? Warum jetzt eigentlich? Ich glaube, das kommt dann drauf an, wie stark man dann irgendwie selber ist. Was dann für Gegner so auftauchen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Na, Ios? Oh, der war dann direkt tot. Oh, schade, ich dachte, ich habe Spider. Aber so geht's auch. Immer noch nichts Interessantes drin, ne? Schade. Da könnte man aber eigentlich einen guten Kampfmultiplikator hinzaubern, wenn ich jetzt hier ein bisschen aufpasse. Züpfen. Oh. Da sind wir bei 19. Ah, 10 kann ich nämlich auch. Oh, da ging ich nach oben. Nein! Das ist schon mal besser. Hm, 21. Ach komm. Ausrüstung. Oh, ich habe sogar von dem schon wieder 2. Den hier noch. Und einmal noch. Ach so. Ach so, Lebenselixier ist das. Habe ich den genommen? Ich glaube, ich habe Wille und Willens. Ich weiß jetzt gar nicht. Ach. Scheiß drauf. Wir nehmen die jetzt alle. Damit wir ordentlich EP bekommen. Siehst du, da habe ich den 2-mal schon benutzt. Zeitaltertrank, diese Willenskrafterfahrung. Ach so, Meisterelixier. Werdet damit eure Fähigkeiten zaubern. Ah, okay. Die nehme ich dann jetzt aber auch nochmal. So, dass sich das erhöht. Glaube ich, wenn ich das nicht falsch verstanden habe. Und hier leben auch noch. Hm. Finde ich, ist jetzt gar nicht so hoch geworden. Das speichere ich nochmal. Achso, war schon fertig. Wieder mal gar nicht mitbekommen, wenn es so schnell geht. Ich überlege gerade. Doch, hier waren wir schon. Für die eine Quest. Pass mal auf, jetzt kriegt man hier einen sehr viel höheren Bonus aus, glaube ich nicht. Dafür sind es zu wenig Gegner. Und ich bin zu ungeschickt. Obwohl. Man könnte es natürlich auch so machen, zumindest ging das früher. Wenn man in einer Quest ist und so ein. Naja, irgend so einen Trank findet. Ja, jetzt bin ich bei 22. Dann kann man in der Quest einfach speichern, dadurch wurde ja der Heldenstatus gespeichert, also Gegenstände und Erfahrungspunkte. Scharfrichter Hügel.
Und damit konnte man dann sich sozusagen ganz viele von den Gegenständen machen, weil die immer wieder aufgetaucht sind. Ich hatte das mal mit den Silberschlüsseln gemacht, aber da ist mir dann irgendwann das Spiel abgestürzt. Yay, eine Flammenverstärkung. Die benutze ich dann auch gleich mal. Schwert. Das hier mal komplett nach unten drücken muss. Verstärken. Flamme, jo. Und dann weiß ich noch nicht, was ich noch drauf mache. Vielleicht Blitz, eventuell. Wenn ich sowas finde. Voll das Blut, voll brutal, das Spiel. Ist hier was zum Buddeln? Nö. Der Lynchfield-Friedhof. Hof. Wir müssen ja zum Graveyard. Ah, nee. Sprecht mit dem Totengräber. Ja, gab's ja keine Großtaten für. Ich konnte ja gar nichts auswählen. Ach, guck mal. Lasst mich in Ruhe, Pustelgesicht. Ich öffne nur für Nostro, den alten Hüter der Tür, nicht für euch und nicht für den stinkenden Totengräber. Ja, ein bisschen unfreundlich da, die Tür, die Olle. Was seid ihr für welche? Hallo? Die Friedhofstore sind verschlossen. Der elende Trottel da drin macht einfach nicht auf. Da ich nicht rein kann, ziehe ich besser weiter. Der Totengräber ist ein Volltrottel. Okay. Oh, das ist dumm. Die Tore sind abgeschlossen. Ey, voll dumm. Ich würde mir die Mühe sparen. Der Totengräber macht nicht auf. Er sitzt nur in der Hütte und spricht mit seinem komischen Freund. Ah, jetzt habe ich aber genug. Ich hau ab. Ja, genau. Und wir haben auch genug. Wir gucken uns das beim nächsten Mal an. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.